Ich hätte eine Frage, betrifft eigentlich ja vielleicht auch alle, die Statistiker vielleicht weniger, weil da gibt es ja immer fundierte Widerlegungen von anderen Leuten, die meinen, das könnte man anders sehen, aber gerade bei Herrn Hockerts, ich bin ja auch ein Laie, Sie haben ja erklärt, wie diese mRNA-Stoffe wirken und was passiert und dass man eigentlich gar keine Daten hat. Gibt es denn da auch mal jetzt fundierten Widerspruch von Leuten, die sagen, nee, also das, was Sie sagen, stimmt schon, aber da ist die Wirkung wirklich anders, weil man hört ja immer nur, nee, das ist Quatsch. Aber mir fehlt so ein bisschen, gibt es da fundiert inhaltliche, wirkliche Widersprüche, wo Sie sagen, das könnte man auch anders sehen? Oder ist das wirklich so, dass das eigentlich in der wissenschaftlichen Fachwelt klar ist, aber einfach nicht zu uns gelangt oder nicht zu den Massen? Ich bitte geradezu immer wieder Leute, mich eines Besseren zu belehren. Und ich suche auch die Diskussion dahingehend, dass ich andere Argumente hören möchte, dass ich hören möchte, ich liege falsch mit meinen Vorhersagen, ich liege falsch mit meiner Sehweise, wie die mRNA im Organismus wirkt. Das war der Grund, weshalb wir so intensiv mit einem Geimpften, der sich bereit erklärt hatte, uns da zu unterstützen, hier in der Schweiz, mit der Swissmedic in die Diskussion gegangen sind. Und da habe ich dann diese Punkte eingebracht. Zum Beispiel, es handelt sich gar nicht um einen Impfstoff. Es geht gar nicht darum, hier in irgendeiner Weise eine Immunität hervorzurufen. Ja, und sie schreiben dann, ja, das stimmt. Und muss ich sagen, da bin ich dann doch etwas überrascht. Und das kann mich dann, bislang, wie gesagt, haben wir immer wieder versucht, und Sie sehen das ja auch heute auf Ihrer Veranstaltung, ich habe immer wieder versucht, ich glaube, das nimmt man mir auch ab, sehr sachlich, ohne Emotionen, wissenschaftlich mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, mit sogenannten Corona, ich nenne sie jetzt mal Befürworter. Und entweder sie weichen der Diskussion aus, das habe ich immer wieder erlebt, Sie ja heute auch, oder man bekommt immer nur diese fadenscheinigen Argumente, ja, es ist alles, die Impfung hat uns gerettet, höre ich immer wieder. Und wenn ich dann frage, warum, wenn ich dann sage, zeig mir doch bitte mal Daten, dann wird es ganz still. Vielen Dank. Ich freue mich, ich weiß nicht, ob Sie das im Publikum auch sehen, dass Dr. Wodak jetzt zugeschaltet ist. Wenn Sie... Herr Dr. Wodak, hatten Sie die Diskussion oder die Referate vorhin mitverfolgen können? Herr Dr. Wodak, hören Sie uns? Ja, ich kann Sie hören. Zwar nicht sehr deutlich, aber ich kann Sie hören, ja. Haben Sie die Diskussion vorhin mitverfolgen können? Ja, ich bin begeistert. Ich habe viel gelernt. Vielen Dank und... Ich freue mich, Sie alle auf der Bühne zu sehen und bin neidisch, dass ich nicht dabei sein kann. Schön, dass Sie auf diese Art und Weise dabei sind. Und es ist der richtige Zeitpunkt, nochmal darauf hinzuweisen, dass alle vortragenden Herren hier heute Abend ohne Honorar tätig sind. Ich bitte um einen kräftigen Applaus. Weitere Fragen? Vielleicht zwischendurch noch mal ganz kurz eine Ansage, die ich vorhin auch vergessen hatte. Und zwar wird die Veranstaltung ja auf Video aufgezeichnet. Es wird aber so sein, dass also alle im Publikum nicht aufgezeichnet werden. Also man sieht sie nicht. Man hört allerdings ihre Frage oder ihren Beitrag. Und wenn das jemand nicht möchte, dass man ihre Stimme hört, dann besteht die Möglichkeit, dem Jürgen, der das Mikrofon verteilt, zu sagen, dass man nicht mit der Stimme aufgezeichnet werden möchte oder jedenfalls nicht wiedergegeben werden möchte. Und dann kann die Frage oder der Beitrag auch schriftlich aufgezeichnet werden und in das Video gestellt werden. Und das Zweite ist noch, dass wir Herrn Dr. Schiefer und Herrn Professor Schiefer und Herrn Dr. Garg das Video auch zuschicken, sodass, wenn Sie Fragen haben sollten an die beiden nicht erschienenen Herren, dass Sie auch an die Fragen richten können, die wir dann halt weitergeben. Ob wir dann eine Antwort bekommen, ist natürlich die Frage.
Ja, schönen guten Abend. Meine Stimme darf ruhig drauf, weil für mich persönlich hat die Corona-Zeit sicherlich gebracht, dass ich noch mutiger geworden bin. Und durchaus glaube auch, dass das einer der wichtigsten Eigenschaften ist, um da in die Zukunft zu gehen. Meine Frage geht tendenziell Richtung Herrn Dr. Weber. Und zwar diskutieren wir im Freundeskreis immer wieder darüber, wir kommen alle so aus dem psychodynamischen Bereich, sind uns also darüber bewusst, wie stark Verdrängungsmechanismen sind, dass viele Menschen in den letzten 3 Jahren auch viel Schuld auf sich geladen haben und Schuld eben zu noch mehr Verdrängung führt. Und wir fragen uns, jetzt kommen ja so die ganzen Nebenwirkungen auch bei den Ärzten an. Und es kommen immer mehr Menschen, die sagen, mir geht es da nicht gut, mir geht es da nicht gut. Die Ärzte hören eben auch von plötzlichen Todesfällen, von jungen Leuten. Und die Frage ist, glauben Sie tatsächlich, ich fürchte ja, aber die Frage ist an Sie, dass bei der nächsten Pandemie, wenn wieder geimpft werden soll, die Ärzte da tatsächlich das nochmal mitmachen? Also reicht die Verdrängung, dass die das nochmal komplett durchziehen? Also ich fürchte ja, dass sie nochmal das mitmachen werden. Denn so nach meiner Beobachtung haben 70% der Ärzte, vielleicht sogar 80% der Ärzte mitgemacht. Aus vielerlei Gründen, der pekuniäre Anreiz war sicherlich auch hoch, aber es war auch Überzeugung dabei. Ich bin ja zurzeit viel vor Gericht als Zeuge zu meinen eigenen Attesten und ich sehe, wie bei der Richterschaft immer noch der Glaube herrscht, also nicht bei allen, aber im Schnitt, wir hatten eine schlimme Pandemie und es wird den Patienten tatsächlich gesagt, eine Maske nicht zu tragen ist Egoismus und ich gefährde die anderen. Das wird von Richtern gesagt. Und ein Richter hat der Angeklagten sinngemäß gesagt, allein die Tatsache, dass sie zu Dr. Weber gegangen sind, um einen Maskenattest zu bekommen, zeugt von ihrer hohen kriminellen Energie. Also ich sitze dann da, bei der in der Beweisaufnahme als Zeuge kann man ja einiges sagen, bei der Urteilsverkündigung und Begründung kann man nichts mehr sagen. Ich habe mal einem Richter dazwischen geschrien, das stimmt doch alles, das habe ich doch gar nicht gesagt. Da hat er gesagt, seien Sie bitte ruhig, sonst kriegen Sie eine Ordnungsstrafe. Also so, jetzt das ist bei den Richtern, ich denke, dass viele Ärzte überzeugt waren, dass das eine schlimme Pandemie war und die Maßnahmen der Regierung richtig waren. Und ich fürchte, dass bei der nächsten Pandemie noch nicht genug aufgewacht sind. Deshalb müssen wir wirklich alle Anstrengungen unternehmen, die Leute aufzuklären. Und natürlich, es läuft leider über die Leute mit den Impfnebenwirkungen. Und ich warte darauf, dass Kollegen kommen. Ich habe eine Kollegin, die hat sich impfen lassen, die hat schlimmste Impfbeschwerden. Die kann praktisch zusehen, wie ihre Muskulatur verschwinden. Vielleicht kann Herr Professor Burkhardt dazu noch mal so was sagen. Die kann wirklich fast zusehen, wie ihre Muskulatur verschwindet. Sie hat also einen sichtbaren Muskelschwund und ist in Panik davor. Und die macht natürlich nicht mehr mit, aber ich fürchte, auch, ich weiß gar nicht, ob es eine Verdrängung ist, sondern ich habe ja mal so einen Aufsatz geschrieben, warum machen die ganzen Leute diesen Mist mit? Und der erste Punkt ist natürlich Information und Umgang mit Propaganda. Und die Ärzte sind hierüber schlecht informiert und Umgang mit Propaganda haben sie schon gar nicht. Und dann machen das alle so, dann ist das berühmte, man möchte nicht ausscheren. Bei mir, ich wurde nach einem Monat aus einem 50 Jahre bestehenden Freundeskreis aussortiert, ohne mit mir zu sprechen. Und das sind alles so Mechanismen, man hat den Leuten, man hat sie mit Todesangst gekriegt. Und ich kenne die Kollegen, die saßen hinter Plexiglas mit 2 Masken. Also als Arzt.
eigentlich kann man nur lachen drüber, aber es ist wirklich ernst. Also insofern fürchte ich, wenn wir das nicht noch hinkriegen, bis zur nächsten Pandemie mehr aufzuklären, passiert etwas Ähnliches. Und deshalb müssen wir diesen WHO-Vertrag stoppen, weil die machen dann etwas und hier die Leute bei uns machen noch mit. Ist die Frage damit beantwortet? Darf ich noch ein paar Worte dazu sagen? Ich sehe ja hier die Situation aus der Schweiz. Und ich glaube, dass es möglich ist, über juristische Verfahren, jedenfalls hier scheint das möglich zu sein, mit Philipp Kruse, der ja ein exzellenter Rechtsanwalt ist und der ja auch mehrere Verfahren jetzt angestoßen hat, gegen Ärzte. Und ich glaube, das Wichtige ist, den Ärzten klarzumachen, dass sie hier eine gefährliche Körperverletzung begangen haben, indem sie nicht aufgeklärt haben. Ganz wichtig, wir haben keinen Informed Consent, also in den wenigsten Fällen wurde den Menschen die Vor- und die Nachteile dieser Gentherapie vorgestellt, sondern einfach nur ein Begriff wie die Impfung sei sicher. Und ich denke mir, dass wir, wenn wir bei den Ärzten, nicht bei den Politikern anfangen, wenn wir bei den Lehrern anfangen, die zum Beispiel anlasslos bei den Kindern Medizinprodukte durchgeführt haben, also eine In-vitro-Diagnostik-Untersuchung, zu der sie gar nicht berechtigt sind. Wenn wir dort anfangen und Klagen aufziehen, so wie das Philipp Kruse ja gemacht hat, und er baut das ja auf, indem er sagt, es ist zunächst einmal fahrlässige Körperverletzung, dann ist es grobe Körperverletzung, weil es läuft niemand in die Spritze, sondern ihr habt sie gespritzt. Das ist Vorsatz und grob. Eine vorsätzlich grobe Körperverletzung. Und wenn das auch noch mit Todesfolge ist, eine vorsätzlich grobe Körperverletzung mit Todesfolge. Und meine Damen und Herren, wenn man dafür Geld bekommt und Ansehen, dann sind das niedere Beweggründe. Und das ist das vorsätzliche grobe Körperverletzung mit Todesfolge und niederen Beweggründen. Und das kann man mit einem Wort mit vier Buchstaben zusammenfassen. Das überlasse ich jetzt Ihnen, dieses Wort herauszufinden. Also wenn ich dazu was sagen darf, nebenbei mit dem Rechtsanwalt Kruse stehe ich auch in Verbindung wegen mehrerer kritischer Fälle. Also ich sehe es auch tatsächlich so, Ärzte hätten eigentlich die Verpflichtung, sich genügend zu informieren. Und ich habe in ein Standardlehrbuch aus dem Jahre 1980 geschaut, da steht eigentlich alles drin über die Gefahren von Genmanipulation. Und insofern haben Sie eigentlich wieder besseres Wissen, beziehungsweise gegen Ihre Verpflichtung, sich über Wirkung und Nebenwirkungen und Risiken zu informieren, verstoßen. Und der erste Weg wäre, dass alle diese Ärzte die Honorare, die sie eingestrichen haben, zurückzahlen müssen. Ich würde auch noch gern einen Punkt ergänzen, und damit möchte ich jetzt die Ärzte nicht in Schutz nehmen, aber ich glaube, es gibt da noch eine Ebene dahinter, und das ist nämlich, denke ich, die Wissenschaft, die hier dahinter steht. Und das ist eine Sache, die ich oder mit Kolleginnen und Kollegen auch gemacht habe, verschiedene Studien, die da wirklich peer-reviewed in den hochrangigen Zeitschriften erschienen sind, wirklich methodisch im wahrsten Sinne des Wortes zu zerlegen. Und bei vielen dieser Wirksamkeitsstudien, in Anführungszeichen Wirksamkeitsstudien, die es gibt, ist es ähnlich, dass da wirklich tiefgehende methodische Fehler enthalten sind, die aber, und das meine ich jetzt in Bezug auf die Ärzte, nicht wirklich in Schutz nehmen, aber die vielleicht für eine nicht wissenschaftliche Person nicht so leicht zu erkennen sind. Also wir haben ein tiefergehendes Problem dahinter, dass wir eine wissenschaftliche, in Anführungszeichen, Community haben, die viele Artikel peer-reviewed in den höchsten Fachzeitschriften veröffentlicht hat, die nie dort hätten veröffentlicht werden dürfen. Und nur als kleines Beispiel, als wir dann versucht haben, beispielsweise die damalige Modellierungsstudie von Prisemann und Kollegen zu kritisieren, es hat ungefähr ein oder fast eineinhalb Jahre gedauert, bis wir das peer-reviewed veröffentlichen konnten.
weil innerhalb der Wissenschaft Dinge praktisch, ja, keine Ahnung, ob absichtlich oder nicht absichtlich, zurückgehalten wurden. Wir mussten 7 Monate warten, bis wir das erste Gutachten, die erste Entscheidung hatten von der Editorin, und wir hatten ein super Gutachten. Allerdings wurde das Paper trotzdem nicht veröffentlicht. Und das sind die Prozesse, die hier dahinter stecken. Und für einen Arzt, eine Ärztin, die gar nicht die Zeit hat, die Literatur aufzuarbeiten, die dann der Aufbereitung, keine Ahnung, im Ärzteblatt oder irgendwo Glauben schenken muss oder auf irgendwelchen Ärztefortbildungen. Es ist wahrscheinlich ein Punkt, den man auch hier lernen kann, dass wir hier auch bei der Ärzteschaft leider Kompetenzen schulen müssen, damit man hinter die Dinge blicken kann, die in Peer-Review-Zeitschriften veröffentlicht sind. Darf ich als Moderator auch eine Frage stellen? Gehört sich zwar nicht, ich tue es trotzdem. Und zwar würde mich interessieren, was jetzt gerade bei Ihnen oder auch den zugeschalteten Kollegen sozusagen der erste Punkt war, 2020, wo Sie gemerkt haben, da stimmt was nicht. Also bei mir war der erste Verdacht, dass da was nicht stimmt, die Tatsache, dass Obduktionen nicht verboten wurden, aber zumindest extrem davon abgeraten wurde. Und ich meine, das ist einfach vollkommen, also wissenschaftlich vollkommen, ja, fast irrsinnig. Denn ich meine, wenn eine neue Erkrankung auftritt, muss man sie durch die Obduktion, wenn Personen daran versterben, natürlich klären. Und ich kann mich erinnern, in der Zeit, als erstes das HIV auftrat, da war ich noch als Oberarzt am Institut in Bern. Da hat es Assistenten gegeben, die haben gesagt, oh, das ist Infektion, wir wollen infektiös, wir wollen keine Infektion, wir machen keine Obduktion. Da hat der damalige Chef, Professor Cottier, hat die rausgeschmissen und hat gesagt, als Arzt sind Sie verpflichtet, selbstverständlich mit allen möglichen Vorsichtsmaßnahmen eine Obduktion durchzuführen, denn wir müssen diese neue Erkrankung abklären. Und die ist ja inzwischen weitgehend abgeklärt. So, kann ich vielleicht auch was dazu sagen? Dann los. Zu der Frage, wann das zu bemerken war, was da los ist. Ich denke, das hätten wir vor 20 Jahren schon bemerken können, mindestens, oder vielleicht sogar noch früher. Bin nicht umsonst zu Transparency gegangen, weil ich die Korruption, die systemische Korruption des Medizin- und des Wissenschaftsbetriebes natürlich wie viele andere gesehen habe. Ich habe die vielen Bücher auch gelesen, die darüber schon geschrieben wurden, dass wissenschaftliche Arbeiten nur mit Zustimmung der Sponsoren veröffentlicht werden, dass man nur Professor wird, wenn man gut Drittmittel an Land ziehen kann. All diese Dinge wussten wir doch. Und in diesem System, wo nicht das medizinische, der Wille zum Helfen das Primat hat, sondern das Geld das Primat hat, ist es natürlich inzwischen perfektioniert worden. Diejenigen, die sehr viel Geld haben, nutzen die Korruptions, die Nähe zur Korruption oder dass die Medizin sich angewöhnt hat, dem Geld hinterherzulaufen. Da lachen die und nutzen das aus für ihre Zwecke. Und die Ärzte machen weiterhin mit, das haben sie vorher aber auch schon. Wenn ich nur an die Beobachtungsstudien denke, die überhaupt keinen Sinn haben, wenn ich an die IGEL-Leistungen denke, die nicht nötig sind, wenn ich an all diese Dinge denke, die gemacht werden mit Patienten, die nicht nötig sind. Deshalb, wir müssen als Ärzte, müssen wir dafür bezahlt werden, dass wir nur für dafür bezahlt werden, dass wir Dinge tun, die Patienten wirklich brauchen. Und wenn wir uns überflüssig machen, dann ist das toll, wenn die Patienten alleine klarkommen. Dabei müssen wir ihnen helfen. Das sind alles Dinge, die wissen wir. Aber wir haben uns an die Korruption, die systemische Korruption, die institutionelle Korruption an Hochschulen, in Kliniken, überall haben wir uns gewöhnt. Wir lassen unsere Alten entsorgen in Entsorgungsanstalten für alte Menschen. Das ist etwas, was wir schämen uns nicht mehr, sowas mitzumachen. Das ist etwas, was sich entwickelt hat die letzten 10 Jahre. Und das, was wir jetzt erleben, ist die konsequente Ausnutzung dieser Korruptheit. Nichts weiter. Und die Pharmakologie ist ein Bereich, wo das geschieht. Es gibt andere Bereiche, wo das natürlich auch versucht wird. Wenn wir uns nicht besinnen, wenn wir uns nicht miteinander
ja, zusammentun und uns auch so organisieren, dass wir sagen, wir wollen das nicht mehr, wir wollen alle gut leben. Wir wollen uns auch helfen, wenn wir in Not sind. Dann, und wie machen wir das, ohne dass uns da einer dazwischen funken kann, der eigentlich nur hinter dem Geld her ist oder hinter der Macht her ist? Wenn wir das nicht schaffen, uns neu zu organisieren, und das ist nur in kleinräumigen, subsidiären Strukturen möglich, dann sehe ich keinen, dann wird sich das jederzeit wiederholen. Es werden immer kluge Agenturen da sein, immer gut bezahlte Soziologen, Psychologen, die denjenigen, die das Geld haben, dann erzählen, wie sie noch mehr Geld verdienen können mit unserer Dummheit, mit unserer Korruptheit. So wird es sein. Und ich hoffe, dass wir das merken. Das ist meine einzige Hoffnung. Ich will das mal mit einem Beispiel nochmal unterstützen, was Herr Dr. Wodak gerade gesagt hat. Ich stand im Ende Februar im 16. Stock des Altonaer Krankenhauses, das, glaube ich, 17 oder 18 Stockwerke hat. Mein Vater lag dort und ich wusste, die haben dort Sauerstoffanschlüsse. Sie wissen schon, worauf ich hinaus will. Und die Abteilung war leer. Also den Tag zuvor lag er noch im 16. Stock und dann war die Abteilung leer. Die haben sie geräumt. Eine Pandemie, auf die man sich vorbereitete, mit Stationen, die Sauerstoffanschlüsse hatten, für die man 50.000 Euro bekam, weil natürlich Betten gebraucht wurden. Das nahm man an, dass sie gebraucht wurden. Und wie wir jetzt wissen, also da habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, hier stimmt was nicht, die Abteilungen sind alle leer, das Krankenhaus ist leer, keiner darf mehr rein. Und wir haben 2,5 Millionen weniger Fälle in deutschen Krankenhäusern gehabt als im Jahr 2019. Das ist dann der zweite Punkt. Da war klar, wenn man 2,5 Millionen Fälle weniger im Krankenhaus versorgen muss, dass die Krankenhäuser in finanzielle Probleme kommen und quasi in gewisse staatliche Abhängigkeiten kommen müssen. Und den Startschuss dazu hat Frau Merkel gegeben, indem sie quasi mitentschieden hat, dass elektive Operationen, also geplante Operationen, nicht mehr stattfinden dürfen. Und man hat von dem Zeitpunkt an, man hatte vorher etwa 400.000 Neuaufnahmen pro Woche in Deutschland, im Krankenhaus, in allen deutschen Krankenhäusern. Und dann schlug das rum auf 220.000. Davon haben sich die Deutsche Krankenhausgesellschaft bis heute nicht erholt, also alle Krankenhäuser in Deutschland. Wir haben quasi 19,2 Millionen Fälle im Krankenhaus gehabt 2019 und davor die Jahre war das auch etwa so. Und in 2020 hatten wir nur 16,5 Millionen, dann 16,4 Millionen und jetzt 16,5 Millionen wieder. Das heißt also, uns fehlen jetzt 7,5 Millionen Fälle im Krankenhaus. Da mag jeder seine eigenen Gedanken zu haben, warum das so ist. Aber wenn so viele Fälle fehlen, fehlt natürlich auch Geld. Und die Bundesregierung hat dann parallel Geld bereitgestellt, 50.000 Euro pro Bett, was einen Sauerstoffanschluss hatte. Sauerstoffgerät gab es dann teilweise umsonst dazu. Damit hatte man zwar keine belegten Betten, aber man hatte 50.000 Euro ausgekehrt. Und dann noch weitere Sachen, die Sie von mir ja wahrscheinlich alle kennen und auch aus den Medien mittlerweile, dass man dann Intensivstationen gefördert hat, wenn sie denn mindestens 75% Auslastung hatten. Ja, und so zog sich das Land auf, Land ab durch. Das ist das, was Herr Dr. Wodak wahrscheinlich auch beschreibt, nämlich die Art der, ich sag mal, Korrumpierung von Krankenhauschefs, die nicht repräsentieren, was die Ärzte und was das Personal dort macht, das Pflegepersonal, aber sie repräsentieren ihre Gewinne. Das ist das, wofür sie leben. Das heißt also, das war das Erste. Das Zweite, was ich besonders spannend fand, war die medienwirksam ausgerichtete Aktivität in Bezug auf Verlegungen. Verlegungen von Covid-Patienten mit der Bundeswehr. Das ist für mich eigentlich das Schlimmste, dass man das medienwirksam gemacht hat. Es gibt jedes Jahr 600.000 Verlegungen aus deutschen Krankenhäusern und auch ganz viele aus den Intensivstationen. Und wir haben weniger Verlegungen in 2020, 2021 und 2022 gesehen als je zuvor. Dennoch hat man diese Sachen medienwirksam aufgebaut. Man hat das in Bayern gemacht, da hat man ganz viele Krankenwagen auffahren lassen. Man wollte vielleicht wieder so ähnliche Bilder wie in Bergamo erzeugen. Das ist nicht ganz so gelungen, aber vielleicht hat es der ein oder andere in den Medien bemerkt. Und wir haben Bundeswehrmaschinen fotografiert bekommen und gezeigt bekommen, jetzt muss schon verlegt werden. Die Notwendigkeit für diese Sache mag da gewesen sein, ist aber kein besonderer Vorgang in den Krankenhäusern. Und jeder, der im Krankenhaus arbeitet, der weiß, dass Patienten verlegt werden, und zwar viele.
sehr viele. Und bei 600.000 Fällen im Jahr kann man ja davon ausgehen, dass es wirklich viel ist. Bei 19,5 Millionen Fällen ist das viel, beziehungsweise jetzt 16,5 Millionen. Also das waren so meine Momente zu diesen Fragestellungen. Natürlich noch viele, viele mehr, aber diese beiden Momente waren mir sehr in Erinnerung geblieben. Ja, vielleicht, also die Frage ist noch nicht ganz beantwortet. Also ich würde gerne Ihre Meinung auch dazu hören, also wann das bei Ihnen sozusagen Klick gemacht hat, also da geht irgendetwas zu weit oder falsch, in die falsche Richtung und ich will jetzt auch irgendwie mich genauer informieren oder was tun, wann dieser Zeitpunkt war, weil das wird meines Erachtens eine große Rolle spielen, wenn es wiederkommt. Gibt es dann Ärzte, die auch merken, aha, da läuft jetzt was falsch? Also bei mir ist es eigentlich ein ganz interessanter Moment gewesen. Es war relativ zu Beginn im März, als damals die Bilder aus Italien kamen mit den Tausenden von Särgen, die da auf Bild festgehalten wurden. Und es hieß ja damals, dass in Italien alle Toten abgestrichen werden, also getestet werden. Und dann war damals, wenn ich es richtig erinnere, die Quote an positiven Testergebnissen bei den Todesfällen nur 25%. Und jetzt können wir uns vorstellen, wenn man ein Bild mit 1000 Särgen hat, dann heißt es, 75% dieser Todesfälle müssen offenbar an anderen Todesursachen verstorben sein. Und das ist mir dann damals, als ich das im Fernsehen oder irgendwo gesehen habe, so aufgefallen und dachte ich, möglicherweise wird er tatsächlich was übersehen. Also durch diese Aufmerksamkeitsverschiebung auf Corona übersieht man möglicherweise eine viel schlimmere Todesursache in Italien. Und das war der Punkt, wo ich dachte, ich muss jetzt dieses Thema zu den Experten oder in die Medien bringen und habe dann mich mit diesem Thema Tests und so weiter genauer beschäftigt. Und dann war natürlich das interessante Erlebnis, dass man hier nirgendwo durchdringen konnte. Also ich habe dann mein erstes wissenschaftliches Paper letztendlich einzig und allein aus dem Grund geschrieben und bei einer der hochrangigsten Fachzeitschriften bei Science eingereicht, weil ich mir dachte, wenn ich dann an zum Beispiel Christian Drosten hatte ich das dann geschickt und andere Protagonisten, wenn ich ihnen schicken kann, hier, ich habe eine Submission bei Science, dass man dann Gehör findet bei diesen Personen, weil ich vorher kein Gehör gefunden habe. Und als kleine Randgeschichte, tatsächlich hatte ich dann, nachdem ich zum Beispiel Christian Drosten diese E-Mail geschickt hatte und mit dem Hinweis, dass ich dieses Paper jetzt eingereicht habe, eine Minute später eine E-Mail von ihm. Also die Strategie ist ein Stück weit aufgegangen, aber hat sich dann leider als nicht in dem Sinn nachhaltig herausgestellt, weil hier dann praktisch eine Mauer gebildet wurde. Und das ist der Artikel, der bis heute nicht erschienen ist. Also das ist so der Punkt gewesen, wo man dann hier diese Dinge angefangen hat, kritisch zu hinterfragen. Und der Versuch da war, irgendwo mit den entsprechenden Expertinnen und Experten, den Medien in Kontakt zu kommen, aber leider ohne Erfolg. Also auch bei Journalisten, die ich vorher eigentlich gute Kontakte hatte, hatte ich trotzdem kein Gehör gefunden. Ja, bei mir war es, wenn ich das kurz sagen darf, relativ früh. Ich glaube noch früher als bei vielen anderen Kollegen. Ich hatte im Dezember 2019 Kontakt mit Li Wenlian, sein Augenarzt aus China, weil ich dort auch früher mal unterwegs war, kannte ich ihn und er rief mich an und erzählte mir, ja, relativ deutlich. Er hat das dann ja auch mit dem Leben übrigens bezahlt. Er ist dann ja im Februar verstorben, Februar 2020. Und er erzählte mir, dass ein Coronavirus, ein verändertes Coronavirus aus einem Labor in Wuhan, eines der wenigen, die sich damit beschäftigen, entkommen sei. Das war seine Botschaft. Wie gesagt, das hat er mit dem Leben bezahlt. Und diese Botschaft war dahingehend für mich erst einmal gar nicht so beunruhigend, weil Wuhan war bekannt schon seit früheren. Also da gab es schon eine ganze Reihe von Berichten, dass Wuhan ein sehr unsicheres Labor ist, dass da alle Nase lang irgendwas rauskommt. Und Corona ist ein Modellkeim. Ich habe selber mal in diese Richtung gearbeitet. Es ist ein Modellkeim, um
Methoden, molekularbiologische Methoden zu erarbeiten, wie Viren, die eigentlich nicht in den Menschen gehen, doch in den Menschen kommen können. Und zwar geht das über HIV-Sequenzen. Und da üben sie natürlich nicht mit irgendeinem hämorrhagischen Fieber und anderen gefährlichen Keimen, sondern sie üben mit einem Modellkeim, der in der Regel relativ ungefährlich ist. Und deshalb hat mich das überhaupt nicht beunruhigt. Ich habe gesagt, naja, mal wieder einer unterwegs und das wird sich schon klären. Und was mich dann hellhörig gemacht hat, das habe ich dann mit Harald Warlach gemeinsam publiziert. Übrigens, die Publikation ist immer noch da, sie ist immer noch erkennbar. Und zwar haben wir zeigen können, dass erst nach dem ersten Durchlauf, nach dem chinesischen Neujahrsfest, der Flughafen in Wuhan geschlossen wurde. Also nach dem Durchlauf, nach dem Peak dieser ersten Infektion, da wurde der Flughafen in Wuhan geschlossen und nicht vorher. Und das, meine Damen und Herren, das hat mich hellhörig gemacht. Dann habe ich gesagt, Moment, hier stimmt was nicht. Hier wird etwas ausgenutzt, was, ich will jetzt nicht sagen jeden Tag, aber mindestens einmal im Jahr in Wuhan passiert, dass über einen Abfalleimer was rausgeht. Und jetzt hat man mal was erkannt und sagt, okay, jetzt können wir es ausnutzen. Dankeschön. Ja, also ich kann noch dazu sagen, ich habe im März, 10., 12. März, glaube ich, das Video von Herrn Wodak gesehen, wo er gesagt hat, Kinder, regt euch noch nicht auf, so einen Zirkus hatten wir ja schon mal. Damals hieß das Schweinegrippe und lasst euch jemand nicht ins Boxhorn jagen. Und dann habe ich dieses Video verbreitet, weil ja eine gewisse Panik unter Nichtmedizinern war, worauf mir von vielen Leuten die Freundschaft gekündigt wurde. Ja, die haben dann gesagt, das ist ja fast kriminell, von so einem Amtsarzt, ehemaligen Amtsarzt, da irgendwas zu verkünden. Und andere haben gesagt, wir informieren uns schon vernünftig, wir brauchen nicht so einen Blödsinn und so. Das war, die Reaktion war schon sehr merkwürdig. Und dann habe ich kurz drauf das Video von Herrn Bhakti gehört und das hat das Ganze natürlich noch bestätigt und dann habe ich meine eigenen Beobachtungen gemacht. Wie gesagt, vorhin habe ich es ja schon gesagt, diese Diskrepanz zwischen der medialen Hysterie und den tatsächlichen Zahlen, das passte einfach alles nicht. Dann habe ich mich früh informiert über diese Maskengeschichte, habe bei der WHO nachgelesen, habe bei Evidence-Based Medicine nachgelesen, dass Masken bei Infektionen nicht wirken, steht bei der WHO. Ich habe es heute noch, 10 randomisierte Studien und ich wusste, das ist höchstgradiger Level 1 und wenn das gekippt werden soll, dann muss man eine neue randomisierte Studie auflegen und das dauert. Man muss durch die Ethikkommission, man muss sie auflegen, designen, zumindest ein Jahr rekrutieren und dann beobachten. Also vor 2 Jahren, das wusste ich, im April 2020, kann es zum Thema Masken keine neuen Erkenntnisse geben. Rein wissenschaftlich nicht. Und dann war ich völlig verblüfft, dass sie tatsächlich es gewagt haben, am 29.04. die Maskenpflicht auszusprechen und vorher den Lockdown, obwohl die berühmte R-Zahl unter 1 ging, haben sie danach, als die R-Zahl unter 1 ging, den Lockdown ausgerufen. Und ein Kollege aus dem UKE hat einmal wissenschaftlich nachgewiesen, dass sämtliche Maßnahmen der Regierung unserer Gesundheit schaden, die sie seit 3 Jahren da veranstalten. Naja, also dann noch diese Podcast von Herrn Drosten, mit seinen Modellhochrechnungen, danach sind ja 47 Milliarden gestorben innerhalb von 2 Wochen. Das passte einfach alles nicht. Da ich ohnehin kritisch bin und vorhin hat jemand gesagt, prüfen und mein Motto ist, nach dem heiligen Paulus, prüfet alles und bewahret das Gute, prüfe ich alles. Also kommt erstmal auf den Prüfstand und dann wird es angeguckt.
Ich würde dazu gerne noch etwas sagen. Entschuldigung, okay. Ja, ich will aber, also Sie können ruhig weiter diskutieren, ich kann nur noch warten. Ja, also. Stellen Sie erst. Ja, ich wollte mal Ihre Einschätzung wissen zur juristischen Lage. Aus meiner Sicht kann dieses Verbrechen nur durch ein rechtsstaatliches Verfahren aufgearbeitet werden, und zwar ein unabhängiges rechtsstaatliches Verfahren. Gibt es da aus Ihrer Sicht irgendwelche Hoffnung, dass das passieren könnte, oder hilft da nur noch ziviler Ungehorsam, wie Herr Wodak es letztendlich beschrieben hat? Von welchem Rechtsstaat sprechen Sie? Die Frage haben Sie gerade beantwortet, danke. Ich möchte noch etwas dazu ergänzen. Von dem Rechtsanwalt Ralf Ludwig gibt es eine Bemühung. Er hat ein Institut gegründet, das nennt sich ZARF, Z-A-A-V, was das übersetzt heißt, Zentrum für, was weiß der nicht was. Bitte? Aufarbeitung und so. Und er hat es platziert außerhalb Deutschlands. Und er hat zu Spenden aufgerufen, damit die Leute arbeiten können. Also ich möchte es nochmal ins Gedächtnis rufen. Von alleine passiert nichts. Vom Staat haben wir gerade von Herrn Wodak gehört, in welchem Rechtsstaat leben wir hier. Wir müssen auch hier die Sache in die eigene Hand nehmen, und dazu ist persönliches Engagement und leider auch Geld vonnöten. Ja? Ich habe zwei Sachen, die ich gerne loswerden möchte. Einmal bin ich sehr misstrauisch geworden, wenn Leute ja Projekte machen. Ich weiß zum Beispiel, es gibt Leute, die bieten an, wir wollen jetzt den Betroffenen, den Impfopfern helfen, den sogenannten, und man kann sich an uns wenden, das sind, die keine Ärzte sind, die aber einfach sagen Sie uns, was Sie für Probleme haben, und wir vermitteln Ihnen dann die richtigen Ärzte. Diese Leute sammeln Daten, medizinische Daten, das sind Wirtschaftsunternehmen, und ich bin da sowas von misstrauisch. Oder wenn Sie, oder ich habe ja meine Erlebnisse gehabt mit Juristen, mit von wegen Sammelklage und all diese ganzen Geschichten, wo da viel Geld eingesammelt wurde und dann nachher war da nichts mit Klage. Also da ist so viel Betrügerei und da ist so viel, da sind so viele Leute, die das Elend auch noch ausnutzen, dass ich unheimlich misstrauisch bin. Das muss ich ganz deutlich mal sagen. Und wir, also das Zweite übrigens, eine frohe Botschaft, ich will ja was Nettes sagen. Die frohe Botschaft, heute hat der Tedros Ghebreyesus die Feig beendet, also den pandemischen Situation von internationaler Tragweite, ist heute beendet worden, heute Nachmittag. Und ich bin gerade dabei, habe da ein paar Juristen angeschrieben, die sollen einfach mal scannen, welche gesetzlichen Regelungen, Verordnungen und sonstigen Regelungen sind abhängig von der Existenz dieser Notlage. Das würde dann ja doch einiges verändern. Aber ich sehe daraus eben, dass die WHO als Lobbyorganisation der Pharmaindustrie inzwischen ein bisschen zurückgepfiffen wurde und dass die erstmal Pause machen. Das mit den Affenpocken war ja lächerlich. Und was sie da sonst noch hatten an Ausbrüchen, zeigt ja auch nichts her. Also diejenigen, die uns in Angst und Schrecken versetzen wollen, die das auch mit Klima versuchen, die das auch mit Kriegen, die sie inszenieren, versuchen, die uns immer wieder Angst vor Atomen machen, also alles Mögliche, um uns in Atem zu halten, die denken sich offenbar gerade was Neues aus. Und ich denke, das, was da läuft im Schatten dieser ganzen Maßnahmen, dass nämlich die ID20, dass diese Identitätsgeschichte, dass die Digitalisierung unserer Daten und die automatische Grenzkontrolle und das, was wie viel Geld wir ausgeben, unsere Gesundheitsdaten, dass der Zugriff darauf das Wesentliche ist, das, glaube ich, kann man überall erkennen. Und da müssen wir einfach aufpassen, mit welchen Tricks sie uns weiterhin davon ablenken. Also ich finde, wichtige Initiativen, mit denen wir uns wehren können, sind zum Beispiel, dass wir nur noch mit Bargeld bezahlen.
wichtige Initiativen sind, dass wir uns umgucken, wo ist eine lokale Sparkasse und Bank, mit der man reden kann, ob sie diese ganze Sache auch ohne Mastercard und Visa und so weiter sicherstellen, dass wir noch weiterhin miteinander austauschen können, dass wir unser Leben noch selbst gestalten können. Wichtig ist, dass wir wissen, welche Ärzte und welche Hilfsmöglichkeiten wir haben, wenn wir krank werden, vor Ort, da, wo wir leben. Und dass wir mit unseren Kommunalpolitikern reden. Ich denke, wir müssen von klein auf anfangen, das Vertrauen wieder so aufzubauen, dass wir das auch jederzeit kontrollieren können und dass wir vertrauen können. Jeder, der da eine große Organisation macht, für ganz Deutschland und da Geld einsammelt, nee, das wird nichts. Da bin ich sehr, sehr skeptisch. Das tut mir sehr leid, aber da mache ich nicht mit. Also ich würde auch gerne noch mal was dazu sagen. Misstrauen, wie Dr. Wodak das gerade geäußert hat, finde ich auch sehr angebracht. Das fand ich übrigens schon immer angebracht. Mein bester Freund sagt immer, trau schau wem, das hat er schon mit 12 gesagt. Das kann man so sehen oder so sehen, aber in der heutigen Zeit allen Dingen zuzustimmen, weil Experten es gesagt haben, ich glaube, da haben wir alle unsere Lektion gelernt. In Bezug auf die Frage, die Sie gestellt haben, ob der Rechtsstaat das irgendwie noch löst oder was auch immer. Ich will Ihnen da mal ganz kurz eine Erfahrung schildern. Ich begleite meinen Bruder, der ist Rechtsanwalt, auf allen möglichen Prozessen im Zusammenhang mit Corona. Er wird viel gefragt, gerade bei der Bundeswehr. Das war ja auch heute mein Thema. Und da geht es immer um den Ungehorsam bei der Befehlslage, lass dich impfen, Soldat. Und viele Anwälte, die das begleitet haben, haben ihre Handwerkszeuge nicht beisammen. Das ist unser großes Problem. Ich will nicht ein Bashing auf Anwälte machen, sondern ich möchte appellieren an alle Anwälte, ihre Werkzeuge zu benutzen. Und ihre Werkzeuge sind Beweisanträge, Protokollanträge, Rügen, Befangenheitsanträge, Strafanzeigen gegen die Gerichte, gegen die Staatsanwälte, die Unschuldige verfolgen und so weiter. Wenn Sie anfangen, die Verfahren, die da sind, genau zu bearbeiten und nicht nur so Larifari und am Ende zu hoffen, dass der Richter irgendwie einen guten Urteilsspruch macht, weil man das Gefühl hat, man kann mit dem gut, dann wird es nichts. Es wird nur etwas, wenn Sie in der Lage sind, den Richter dazu zu bringen, genau zu arbeiten. Ich mache das mal anhand der Bundeswehr klar. Es gibt tatsächlich Richter, die für einen Befehl einfach nur sagen, der Vorgesetzte hat gesagt, das ist ein Befehl, und dann hat er den einzuhalten, und bei zweimaligem Ungehorsam, weil er den nicht eingehalten hat, dann muss der Soldat auch verurteilt werden zu einer Freiheitsstrafe im Zivilen. Der kann aus dem Dienst entlassen werden, der kriegt erstmal Gehaltskürzung und so weiter. Also es ist eine ganz furchtbare Vielfachbestrafung von Soldaten, weil sie nicht geimpft sind. Nicht, weil sie sich geweigert haben, weil sie nicht geimpft sind. Was aber eigentlich vorliegt, ist, dass der Richter meistens keine Ahnung hat, was ist eigentlich ein Befehl, wann ist es überhaupt ein Befehl. Der Richter weiß nicht, was Dienstvorschriften sind. Der weiß gar nicht, wer kann überhaupt als Vorgesetzter entsprechende Befehle erteilen. Können gleichrangige Befehle erteilen? Nein, das können sie nicht. Und wenn die Richter diese Dienstvorschriften nicht beiziehen, dann arbeiten sie nicht genau. Und wenn die Anwälte das nicht herstellen können, dass genau gearbeitet wird, dann funktioniert dieser Rechtsstaat auch nicht, weil natürlich über diese Gesinnungsjuristerei, die ja stattfindet, natürlich auch das nicht aufgebrochen wird. Also muss man ein hartnäckiger, wirklich böser, hartnäckiger Anwalt sein, der sagt, tut mir leid, Herr Richter, Sie müssen mir jetzt sagen, haben Sie die Dienstvorschriften gelesen? Und wenn er sagt, nein, habe ich nicht, dann muss er Ihnen quasi sagen, dann verfolgen Sie hier Unschuldige, weil Sie nicht wissen, was Sie hier tun. Und genau das erlebe ich, das macht mein Bruder, und ich ermuntere jeden Anwalt, bitte sehr genau zu arbeiten und sehr genau und präzise Befangenheitsanträge, Beweisanträge, Protokollanträge, Rügen, all diese Werkzeuge, die ein Anwalt hat, komplett zu nutzen, unabhängig davon, ob er jetzt Sorge hat, dass er jetzt einem Richter mal auf die Füße tritt. Es sind die Organe der Rechtspflege, die jetzt das hier retten können. Und dann würde es funktionieren, was Sie fragen. Aber bei den meisten Anwälten, die wissen nicht mal, wie man einen Beweisantrag stellt. Das tut mir leid. Vielen Dank. Ich glaube, es war noch, sind, glaube ich, noch mehr Fragen aus dem Publikum. Ich bewundere Ihre nach wie vor erhaltene Frische. Wir haben jetzt Viertel nach 11, glaube ich. Also ich würde sagen, dass wir doch dann um 11:30 etwa auch
die Veranstaltung beenden, bevor dann doch jemand seelischen Schaden nimmt. Also ich habe gar keine Frage, sondern ich wollte noch einmal an auf einen Hinweis von Herrn Dr. Weber zurückkommen. Und zwar wollte er Herrn Professor Burkhardt bitten, noch mal was über Muskelschwund bei seiner Kollegin zu sagen. Und da sind wir irgendwie von abgekommen, aber das interessiert mich schon sehr, was Herr Professor Burkhardt dazu weiß. Zu was jetzt? Mit dem Muskelschwund. Herr Dr. Weber hatte gesagt, eine Kollegin hat Muskelschwund und das innerhalb von Wochen oder Tagen bauen sich ihre Muskeln ab und hatte sie gebeten, ob sie dazu noch etwas sagen und ich hatte ihr Nicken so gedeutet, dass sie noch was dazu sagen können und das würde ich gerne noch hören. Also mein Nick bedeutet nur, dass ich solche Fälle kenne und dass ich wenige Fälle auch histologisch untersuchen konnte und dass in der Regel eine Durchblutungsstörung, eben eine Vaskulitis dahinter steckt. Es ist eine gewisse Diskrepanz. Wir sehen selten entzündliche Infiltrate in den Nerven, obwohl extreme Nervensymptome vorhanden sind. Das kann ich mir bisher nicht erklären. Und ich habe ja oft gesagt, wir sind immer noch dabei. Also es ist eine fortlaufende Untersuchung und viel mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen. Vielen Dank. Ich glaube, die Dame, wo ist denn Jürgen mit dem Mikrofon? Ich glaube, die Dame... Ja, okay. Ja, ich habe eine Frage an den Herrn Lausen. Und zwar haben Sie ja darüber gesprochen, dass die Juristen ihr Handwerkszeug nicht parat haben. Und das kenne ich auch aus vielen anderen Bereichen. Ich frage mich nur, wie können die sich dieses Wissen aneignen? Also wissen Sie, ob es da im Internet Tutorials zu gibt, wo die sich weiterbilden können? Also gerade... Ja, aber also sagen wir mal so, wir wissen ja, wie die Studien aufgebaut sind und wie man die Scheine bekommt. Also ich bezweifle, dass man da das bekommt. Also ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass dieser Aufruf, den ich hier sehr klar formuliert habe, vielleicht den ein oder anderen Anwalt irgendwie animiert, das zu tun. Aber die Hoffnung ist wahrscheinlich so klein. Ich würde sagen, dass viele Anwälte eben nicht mit diesen Werkzeugen arbeiten, die eben besonders wichtig sind für ihre Arbeit. Ich kann das ja mal einmal veranschaulichen, wenn Sie einen Zeugen befragen und der Zeuge hat irgendetwas gesagt, was besonders wichtig ist und Sie möchten gerne, dass diese Sache ins Protokoll gelangt, dann müssen Sie einen Protokollantrag stellen, weil gerade im Strafrecht diese Sachen nicht aufgeschrieben werden. Also müsste sozusagen der Anwalt jetzt daherkommen und sagen, ich möchte, dass das ins Protokoll kommt und stelle einen Protokollantrag. Und wenn dann die sagen, ja, das wird nicht gebraucht oder so, dann muss eine Rüge erteilt werden. Das muss alles ins Protokoll. Wenn das nicht da drin steht, dann können Sie hinterher auch in der Revision überhaupt gar keine Verfahrensfehler klar machen. Oder beispielsweise, wenn jetzt der Richter man muss auch ins Rechtsgespräch gehen, man muss den Mut haben und dem Richter sagen, wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Wir haben jetzt hier drei Zeugen gehabt, die sagen, sie haben jetzt irgendwie gar keine, also jetzt um bei den Soldaten zu bleiben, keine richtigen Befehle erteilt. Sehen Sie das auch so? Dann muss der Richter ja irgendwie mal Farbe bekennen, weil der Rechtsanwalt muss ja wissen, was er noch als Beweisantrag stellen muss, damit er das sicherstellen kann, dass diese nicht vorhandenen Befehle letztlich auch im Urteil Gehör finden. Also wenn das nicht gemacht wird, daran sieht man schon, wie diese Anträge sind. Oder wenn ein Richter aufgefordert wird, wie von meinem Bruder jüngst, sagen Sie mir bitte, ob Sie die Dienstvorschriften der Soldaten überhaupt kennen. Und er sagt, das sage ich Ihnen nicht. Und dann hat er den Staatsanwalt gefragt und dann sagt er, nö, ich äußere mich dazu auch nicht. Dann hat mein Bruder einen Befangenheitsantrag gestellt und hat gesagt, ich halte Sie für befangen, weil Sie müssen ja, wenn Sie zwei Schöffen haben und Sie die Dienstvorschriften nicht kennen, dann wissen ja die Schöffen, die ja gar keine Ahnung davon haben, die können ja gar nicht eingewiesen sein und können den entsprechenden Zeugen auch gar nicht ordnungsgemäß befragen. Das heißt also, der Richter beeinflusst ja dadurch, dass die Schöffen gar keine Fragen stellen kann, beeinflusst er ja das Urteil gegen die Angeklagte oder den Angeklagten. Also nur, dass man mal sieht, welche Werkzeuge eigentlich wie arbeiten. Und wenn man das nicht macht, kann der Richter am Ende in sein Urteil quasi alles reinschreiben und dann ist man zu spät. Dann hat man keine Anträge gestellt, dann kann man das nicht belegen, was man gemacht hat und das nächsthöhere Gericht sagt dann, ja, keine Fehler, sorry, dann bleibt das jetzt so, wie es ist.
Das ist die Arbeit, die gemacht werden muss. Und ich hoffe, das hören jetzt möglichst viele Anwälte, die sich jetzt schämen für das, dass sie das nicht machen. Also ich kann das nur unterstützen. Ich bin ja durch diese komische Maskengeschichte ständig vor Gericht und lerne natürlich auch. Kenne inzwischen schon Paragraphen, Paragraph 55 der Strafprozessordnung, Paragraph 173 und lerne auch die ganze Situation besser. Am Anfang ist man ja ein bisschen ehrfürchtig vor diesen Menschen und dann merkt man, dass hier auch nur mit Wasser gekocht wird. Und so war es zum Beispiel, als wir erfahren hatten, dass in Hamburg das LKA eine schwarze Liste von Ärzten rausgegeben hat, die Maskenatteste gestellt haben und dann noch gesagt haben, diese Ärzte haben sich strafbar gemacht der Urkundenfälschung, was ja eine staatliche Vorverurteilung ist, also wirklich. Und dann hat der Rechtsanwalt gesagt, wir können hier nicht weitermachen, bevor nicht diese Liste vorliegt. Und der Richter hat gesagt, ja, okay, die besorgen wir dann. Dann kam der nächste Termin und dann hat der Rechtsanwalt gesagt, ja, wo haben wir denn die Liste? Dann hat der Richter gesagt, ja, die brauchen wir nicht, weil ja sowieso ein Freispruch kommt. Und dann hat er den Angeklagten freigesprochen. Sonst wurde immer schwer, aber um ja nicht diese Liste besorgen zu müssen, wurde jemand freigesprochen. Also so geht es an deutschen Gerichten zu. Also ich schätze wahrscheinlich wie in jedem anderen Beruf, 20% sind okay und die anderen 80% ja, ausbaufähig, würde ich sagen. Ist ausbaufähig. Bitte oder auch nicht. Nein, noch nicht mal das. Ich würde sagen, dass wir noch 3 Fragen aufnehmen können. Und dann würde ich vorschlagen, dass alle Referenten, auch die Zugeschalteten, sozusagen ein Schlusswort machen. Also ich würde gerne noch etwas das Thema fortführen, was vorhin angesprochen wurde und wo ich dann mehrfach unterbrochen wurde. Die Literatur, die sogenannte Fachliteratur und diese angeblichen hochkarätigen medizinischen Journale, die sind inzwischen auch massiv unterwandert und korrumpiert. Und ich fordere Sie auf, wenn Sie als Ärzte zum Beispiel diese Publikationen lesen, müssen Sie sie sehr genau lesen. Da steht oft im eigentlichen Text was ganz anderes drin, als was in der Zusammenfassung nachher steht. Und wenn in der Zusammenfassung noch irgendwas steht, was irgendwie anrüchig ist, dann gibt es einen Kommentar vom Herausgeber, der das Ganze wieder in das Gegenteil verwandelt. Das heißt also, in der Zusammenfassung steht dann, also dann im Text werden also alle möglichen schwersten und schlimmsten Nebenwirkungen beschrieben, die also wirklich einen total fertig machen würden, wenn man sie genau liest. Und wenn man dann in der Zusammenfassung, dann steht das, naja, man muss das ja alles relativ sehen und ist ja alles nicht so schwer. Und wenn das der Autor nicht schreibt, dann schreibt es der Herausgeber. Also das ist, und dann das Zweite ist die Frage, das Peer-Reviewed ist immer so ganz groß, Peer-Reviewed Veröffentlichungen. Ja, was sind das? Peer bedeutet Kollege. Dass wenn es bestimmte Gebiete in der Medizin gibt, wo vielleicht 50 Leute auf der Welt überhaupt was davon verstehen, ja, welcher Peer ist das, der das reviewed hat? Das ist äußerst fragwürdig. Und ich könnte Ihnen mindestens 10 Beispiele nennen von peer-reviewed Veröffentlichungen, die total gefälscht waren. Es gibt einen norwegischen Autor, der hat von 500 Fällen berichtet und es ist nicht dem Peer-Reviewer aufgefallen, sondern einem ganz allgemeinen Arzt, dass er 500 Fälle mit einem einzigen Bild belegt hat, wo er immer verschiedene Ausschnitte gebracht hat. Und also es steht, das ist dokumentiert,
Das wurde untersucht, dass es dazu überhaupt keine Belege gab zu dem, was er veröffentlicht hat. Und dann noch ein großes Missverständnis. Im Englischen, im Amerikanischen und Englischen spricht man von Evidence-Based Medicine. Das wird im Deutschen immer übersetzt als bewiesen. Das ist nicht bewiesen. Evidenz leitet sich von videre Sehen aus, also augenscheinlich richtig. Also das sind Ergebnisse, die sind augenscheinlich richtig und die muss man diskutieren, aber das ist nicht der letzte Beweis. Das hat mit Evidenz, hat mit Beweis überhaupt nichts zu tun. Und das sind grundlegende Fehleinschätzungen, die immer wieder kolportiert werden. Danke. Ich würde ganz gerne mal, nachdem wir jetzt den Aspekt sehr auf der Vergangenheit hatten, wir haben ja gesehen, also die Immunologie sagt, man hat mit uns Schindluder getrieben, die Obduktionen sagen, man hat mit uns Schindluder getrieben, die Psychologie sagt, die Menschen sind massiv manipuliert worden, die Statistik sagt, naja, das geben die Zahlen und Daten alles gar nicht her, was gemacht worden ist. Meine Frage wäre an Professor Kubandner, und zwar wäre es die Frage, wir haben das ja jetzt alle 3 Jahre lang erlebt und diese ganzen Corona-Zeit und Maßnahmen gingen dann zu Ende, als die Leute im Großen eigentlich gesagt haben, wir sind es leid und wir sind müde und wir können nicht mehr und wir müssen irgendwann mal wieder da raus. Dann hat die Politik irgendwann gesagt, wir kommen da raus. Wie schaffen wir es, dass beim nächsten Mal, denn wir hören ja jetzt schon, die Affenpocken sind in der Diskussion gewesen, das haben sie nicht durchgekriegt. Dann kam die Vogelgrippe, die gab es im Gesundheitsausschuss des Bundestages vorletzte Woche, über die diskutiert wurde, die jetzt als neues durchs Dorf getrieben werden soll. Also es wird ja immer wieder versucht, sowas aufzubauen. Wie schaffen wir es, eine entsprechende Widerstandsfähigkeit in der Bevölkerung herzustellen, dass man sowas nicht mehr so einfach machen könnte? Haben Sie dazu irgendwelche Tipps oder würde sich sowas vielleicht für irgendeine psychologische Forschungsarbeit eignen? Das ist natürlich eine wirklich weitgehende Frage, die man jetzt gar nicht so einfach beantworten kann. Weil dazu müsste man ja die ganzen Bedingungsfaktoren, die überhaupt zu solchen Sachen führen, einmal durchgehen. Aber so als einen Punkt vielleicht, das hatten wir, glaube ich, vorhin schon in einer kleinen Diskussion beim Essen, der Punkt ist, und das ist das, was ich auf meiner letzten Folie auch beim Vortrag dabei hatte, das Kernziel ist wirklich, bei jeder einzelnen Person anzufangen und wieder sozusagen das eigenständige Denken oder die Kompetenz, wirklich eigenständig über Dinge zu reflektieren und Dinge zu betrachten, sowas wieder herzustellen. Ich glaube, das ist wirklich eine ganz wichtige Eintrittskarte dafür, dass man eben nicht hier blind Mehrheitsmeinungen folgt, die in Medien oder wo auch immer verbreitet werden oder in Social Media, sondern dass man wirklich die Kompetenz hat, für sich Dinge kritisch zu prüfen. Das kleine Problem dabei ist nur, dass das nicht von heute auf morgen geht. Also wir zum Beispiel in unserer Lehreinheit im Bereich der Psychologie, für uns ist es ein großes Ziel bei unseren Studierenden, genau diese Kompetenzen zu schulen. Aber das dauert Jahre. Und ich kann jetzt wirklich nicht erwarten, dass wir sagen, okay, morgen legen wir jetzt alle unseren Schalter um und ab morgen denken wir jetzt alle wieder individuell und kritisch. Das ist wirklich eine Kompetenz, die man erst ein Stück weit wieder aufbauen muss. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Aspekt für auch ein grundlegendes Umdenken, vielleicht auch im Bereich der Bildung, dort wieder hinzukommen. Und ein kleines Beispiel vielleicht aus meiner eigenen Lehrtätigkeit im Moment. Ich mache ja viele Fortbildungen auch für Lehrkräfte. Und dort habe ich jetzt eine neue Fortbildung etabliert zum Thema Demokratie lernen. Und es war wirklich ein Augenöffner, diese ganzen, die ganzen Überblicksarbeiten und die ganzen Schriften zu lesen, die vor Corona existiert haben, zum Thema, wie müssen wir an Schulen unseren Schülerinnen und Schülern Demokratie beibringen. Und wenn man diese Sätze dann liest und in der Lehrerfortbildung an die Wand wirft und dann hinstellt, was bei Corona passiert ist, dann steht es wirklich im kompletten Kontrast zueinander. Nur ein kleines Beispiel, dort steht dann drinnen, eine Lehrkraft muss die verschiedenen Perspektiven, die es zu einem Thema gibt, in der Klasse vermitteln, was ein sehr schwieriger Akt ist,
weil man auch seine eigene Meinung sozusagen dann auch hinten anstellen muss und die verschiedenen Perspektiven, die es aus verschiedenen Richtungen gibt, den Schülerinnen und Schülern vermitteln muss. Und aber wenn der Lehrer das tut, was er muss, den Schülern das beibringt, was er beibringen muss, dann lernen die Schüler das Falsche, dann lernen sie Gehorsam und nichts weiter. Wenn der Lehrer nicht authentisch ist, wenn der Lehrer den Quatsch nicht glaubt und es nicht auslacht, was er als falsch erkannt hat, dann lernen die Schüler das auch nicht. Ich denke, dass diese Geschichte mit des Kaisers neue Kleider, dass man einfach ganz plausible Sachen, die jeder Taxifahrer, jeder andere kluge Mensch sehen kann aus seiner Lebenserfahrung, wo er sagt, das ist doch Quatsch, dass man das auch ausspricht, damit man darüber, dann kann man sich ja streiten, aber dass man lacht, wenn man das zum Lachen findet. Und wenn ich diese Formulierung der WHO jetzt höre, die man uns davor zelebriert bei Affenpocken oder bei Ausbrüchen oder bei, da sind noch wieder einige Fälle in Westafrika, jetzt von Marburg oder was, die sich, wenn man das, diese Pressekonferenz von der WHO, das ist jedes Mal wie eine Kabarettnummer. Es ist fürchterlich. Und solange man da ernsthaft drüber redet und das Ganze mitmacht, das Theater, hat man schon verloren. Bis jetzt haben Sie mich ja als sehr milden und liberalen Moderator erlebt. Das ist die eine Seite von mir. Die andere ist, dass ich sehr hart sein kann und sehr klar. Und ich möchte die Veranstaltung demnächst beenden. Ich will noch einen Punkt sagen zu dem, was gerade von Herrn Wodak auch gesagt wurde und was ich auch ganz wichtig finde. Was gelernt werden muss in der Gesellschaft und auch hier, ist das Interesse. Und zwar das Interesse am anderen. Und es muss ein Gefühl dafür entwickelt werden, was der andere eventuell empfindet. Und ich habe den Eindruck, dass die anderen, die unten sitzen, empfinden, dass es jetzt langsam reicht. Ja, und was ganz wichtig ist bei der Erziehung, das möchte ich auch Ihnen sagen, ist nicht die Theorie, sondern das Vorbild. Und wir müssen Vorbilder werden, ja, damit Menschen mit uns sprechen wollen, weil sie merken, welche Liebe wir ausstrahlen und was in uns steckt und welche Stärke wir ausstrahlen. Und ich möchte gerne jetzt zum Schlusswort aufrufen, dass jeder der 6 Referenten nochmal sagt, wie er die Veranstaltung vielleicht fand, ob er wieder so zu einer Veranstaltung kommen möchte und wie das Ganze weitergehen kann. Vielen Dank. Egal, wer anfängt. Ich habe das Mikro ja schon in der Hand. Würde ich einfach damit anfangen. Also ich habe mich auf alle Fälle sehr gefreut, dass ich hier sein konnte und auch hier in den Austausch zu gehen. Und auch viele spannende neue Dinge zu hören, die man vielleicht auch bisher noch nicht kannte. Es wäre schön gewesen, vielleicht noch mehr Fragen tatsächlich aus dem Publikum beantworten zu können, aber keine Ahnung, wie man das besser noch hinbekommen könnte. Und als Schlusswort ist es schwierig, jetzt spontan hier was zu sagen. Vielleicht so viel. Gerade wenn man bei so einer Veranstaltung wie hier ist, dann erlebt man, dass ja wirklich sehr viel Energie, sehr viel Initiative da ist. Und ich glaube, das bemerkt man momentan auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also wenn man oft in den öffentlichen Diskurs schaut, dann kriegt man oft, denke ich, so ein Stück weit ein verzerrtes Bild, weil genau dieser öffentliche Diskurs viele Stimmen und auch viele Teile der Bevölkerung einfach gar nicht abbildet. Das heißt, es ist ein Diskurs, wenn man es mal sehr überspitzt formuliert, für die Personen, die dann vielleicht noch bestimmte Parteien wählen und alle anderen Personen kriegen auch nirgendwo eine Stimme, werden nirgendwo erlebt. Und bei solchen Veranstaltungen wie hier bemerkt man, dass da ganz viel da ist. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Hoffnung, sich da weiterhin zu vernetzen, weil dann wird man nur, glaube ich, auf diesem Weg von unten hier was erreichen können. Ja, ich möchte mich zunächst für die Einladung bedanken, der ich gerne gefolgt bin und auch gerne wiederkomme. Ich möchte insbesondere Lars Pelker und seiner ganzen Gruppe danken für die Organisation und das Ganze drum und dran. Ich weiß, was das für eine Schweinearbeit ist.
Dann möchte ich zum Abschluss noch etwas Grundsätzliches sagen. Wir sind, wenn man das Ganze aus einer Metaebene betrachtet, in einem Kampf Gut gegen Böse. Das hört sich metaphysisch an und ist aber auch ganz einfach. Gut ist ganz einfach Verbundenheit, Liebe, Wärme, Nähe. Und schlecht ist Trennung, Spaltung, gegeneinander aufhetzen. So, wenn man das sieht, dann muss man natürlich bei sich selbst anfangen. Und wo strahle ich Verbundenheit aus? Wo findet noch eine Spaltung im eigenen Kopf an? Denn jede Veränderung der Welt fängt bei einem selbst an. Das möchte ich dazu noch einmal sagen. Ich selbst finde, meine Motivation ist die, im April 2020 ist bei mir innerlich eine rote Linie überschritten worden. Die, ich nenne sie mal Gegenkräfte, sind zu weit gegangen und diese rote Linie überschritten und ich werde nicht einen Millimeter zurückweichen, ganz egal, was geschieht. Was ich als unsere Aufgabe sehe, natürlich als Ärzte, ist Aufklärung. Und da würde ich den Ball zu meinem Nachbarn zur Linken werfen. Wie kriegen wir die Leute aus der Angst heraus? Denn die Angst, die Leute sind mit Todesangst. Und das stand in dem Papier von Glenn Novak drin, Angst, Panik und Einschüchterung. Die Leute sind mit Todesangst in die Impfung getrieben worden, in die ganzen Maßnahmen. Und sie waren nicht gewappnet. Ich kann das deshalb sagen, weil ich lange Onkologie mache und sehe, wenn Menschen Krebs bekommen, dass sie in die Phase der Todesangst kommen und wie sie dann da auch wieder rauskommen können. Aber hier ist gezielt und bewusst, sind die Leute in die Todesangst getrieben worden. Und Professor Ruppert aus München hat schon früh einen Beitrag über die allgemeine Traumatisierung geschrieben, wie die Leute über Traumatisierung hier reingetrieben worden sind. Meines Erachtens sollten wir jetzt die Zeit nutzen, damit das nicht wieder passiert, dass die Leute über Todesangst, Traumatisierung nicht wieder gefügig gemacht werden können. Und darüber müssen wir alle nachdenken. Patentlösungen habe ich nicht auf der Hand. Wir klären auf und durch das eigene Vorbild natürlich, durch die Stabilität. Und mir war im April 2020 gleich klar, wir brauchen einen langen Atem. Wir werden nicht kurzfristig diesen Hoax beenden können. Vielen Dank. Ja, ich denke, ich kann es ganz kurz machen. Es ist das Wort Aufklärung, was hier das Entscheidende ist und Aufklärung auf allen Ebenen. Und deswegen bin ich auch heute Abend hier, um das weiterzuführen, egal ob in welchem großen oder kleinen Kreis das ist, ob es nun wirklich so wie hier eine Grassroot-Bewegung ist, die von der Basis ausgeht, oder ob es auf höherer Ebene ist, ob internationale Organisationen oder auch die EU, Aufklärung und immer wieder klar die Dinge klarstellen und sich nicht abschrecken lassen. Danke. Ja, ich finde das gar nicht so schwierig. Ich gebe auch eine Hausaufgabe mit. Das Wort Nein ist unsere stärkste Waffe. Moment, es war noch nicht zu Ende. Die Nichtzustimmung ist im Grunde genommen die stärkste Waffe, denn das, was in dieser Gesamtzeit provoziert worden ist, ich zitiere mal Herrn Lauterbach, selbst wenn wir eine Impfpflicht haben, lassen Sie sich am Ende doch freiwillig impfen.
Also er spielt und so, ich könnte da jetzt 50 Beispiele, die ich gesammelt habe, könnte ich Ihnen jetzt aufzählen, das mache ich jetzt nicht. Und am Ende wissen Sie, die möchten Ihr Ja haben. Und Sie kriegen ein Nein von mir schon die ganze Zeit. Und wie habe ich das geübt? Das ist die Hausaufgabe jetzt. Sie gehen ja alle ins Internet und klicken immer akzeptieren. Auf jeder Internetseite. Ich habe damit auch selbst mich erstmal disziplinieren müssen und anfangen müssen und zu sagen, ich lehne das ab. Und habe das abgelehnt. Dann gibt es welche, wo sie sagen, akzeptieren oder Einstellung ändern. Dann muss man nochmal auf Einstellung ändern gehen und dann muss man sagen, ja, das jetzt speichern. Das ist jetzt eine Routine bei mir geworden. Das ist jetzt ein völlig normaler Zustand, weil sie mit dieser Zustimmung akzeptieren, Verträge eingehen. Sie gehen mit jedem Ja einen Vertrag ein. Das ist ihnen nur nicht bewusst, weil sie ja mit dem Unternehmen sagen, ja, ich akzeptiere, steht ja schon da, akzeptieren, dass die Daten, die ich jetzt hier hinterlasse, weil ich auf dieser in der und der Dauer dort surfe, dass diese Daten verkauft werden können oder schon gleich weitergegeben werden. Lehnen Sie es ab. Üben Sie ab heute und stimmen Sie nicht mehr zu. Manchmal passiert es mir auch noch, weil ich ganz schnell was haben will, aber ich weiß es. Das hilft Ihnen im Leben auch zukünftig, Nein zu sagen. Denn wenn Sie Nein sagen, so habe ich es auch im Soldatenprozess gehört, da hat die Truppenärztin gesagt, also am Ende hat er zwar einen Befehl, aber ich frage dann ja immer noch, möchtest du jetzt, lieber Soldat, oder nicht? Und wenn der Nein sagt, dann kann ich ihm das ja nicht in den Arm rammen. Daran sieht man, ein Nein ist die stärkste Waffe. Und ich finde, das ist so leicht, einfach nur jedem zu sagen, stimm nicht zu, üb das mal im Internet, das ist eine tolle Übung und damit können wir es alle im Grunde genommen schaffen, zu informieren, dass sie keine Verträge mehr eingehen mit Leuten, die sie nicht kennen. Das Mikrofon ist da irgendwo. Nee, ist okay. Ich denke, wir wollen noch erstmal Dr. Wodak und Professor Hockratz hören mit dem Schlusswort. Oder habe ich da was missverstanden? Okay. Ja, wer von Ihnen möchte als nächstes? Ja, dann sage ich mein Schlusswort. Erst einmal herzlichen Dank für die kurzfristige Einladung. Ja, wir haben heute sehr viel gehört und in die Vergangenheit geschaut. Ich selbst habe es auch gemacht. Ich habe Ihnen die Nebenwirkungen und Wirkungen dieser Gentherapie aufgezeigt. Und das ist alles andere als erfreulich. Deshalb möchte ich von meiner Seite her den Abend so schließen mit einem Blick nach vorn. Denn das ist mir heute etwas zu kurz gekommen. Der Blick nach vorn heißt für mich, ich bin Naturwissenschaftler und viele Menschen trauen mir das nicht zu, auch über meine Geschichte, die ja viele kennen, in Deutschland, dass mir alles widerfahren ist, bin ich an ein Buch geraten, in dem ich im Moment sehr viel lese, was mir Hoffnung gibt und was mir Möglichkeiten gibt, mit dieser ganzen Problematik fertig zu werden. Und will ich gleich dabei sagen, ich glaube, es ist ein Leitweg, es ist eine Möglichkeit für viele Menschen, mit diesem Unheil, was wir gerade erleben, fertig zu werden. Das Wort Angst ist vorhin gefallen. Ich greife es weiter auf und nenne es einfach mal, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht ist ein Begriff oder ein Satz, den Jesus in der Bibel über 300 Mal gesprochen hat, der immer wieder auftaucht und der immer wieder uns in eine Möglichkeit versetzt, Dinge zu tun, die wir sonst nicht tun können. Ich erinnere da an dieses Bild vom See Genezaret und Petrus und seinen Freunden, die im Boot saßen und in wirklicher Angst, in Todesangst, in einem Boot gemeinsam saßen. Interessanterweise auf Wellen immer wieder warteten, Sie kennen das, und in dieser Todesangst sahen sie Jesus, wie er übers Wasser geht, und sie erwarteten eigentlich, dass dieser Heilsbringer jetzt das Meer einfach glättet und sie wieder sozusagen weiterrudern lässt, und Jesus sagt auf die Anfrage nichts anderes als, fürchtet euch nicht. Ich glaube, das ist das Rätsels Lösung ist, dass wir keine Angst mehr haben. Das Rätsels Lösung ist, dass wir uns nicht fürchten, denn dann
das hat Petrus ja gezeigt in diesem Bild, dann können wir übers Wasser gehen, meine Damen und Herren. Dann können wir Dinge leisten, die wir nicht sonst leisten können. Denn die Angst, die Furcht, und das hat es uns gezeigt in den letzten 3 Jahren, ist das kalte Buffet derjenigen, die uns peinigen. Das ist das kalte Buffet der Regimes, die uns mit immer wieder neuen Ideen und immer wieder neuen Schlechtigkeiten überziehen. Und in letzter Hinsicht, meine Damen und Herren, halte ich das Ganze für einen Kampf gegen Gott. Und nun sind wir mal gefordert, für ihn einzutreten, uns nicht zu fürchten und uns wirklich furchtlos, aber mit Gottvertrauen, ganz wichtiger Punkt, mit Gottvertrauen und Nächstenliebe dieser ganzen Angelegenheit und auch den weiteren Krisen, die sie uns einreden werden, entgegenzustellen. Vielen Dank. Dr. Wodak. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich bedanken. Ich habe zwar jetzt hier nur aus der Ferne zuhören können und habe viel gelernt, aber ich war die ganze Zeit dabei. Und ich denke, es war schön zu sehen, wie Menschen aus unterschiedlicher Perspektive, die alle beeindruckt sind von dem, was wir erdulden mussten oder was die Menschen erdulden mussten, wie sie sich Mühe geben, Dinge zu wenden. Das finde ich toll, das finde ich ermutigend. Deshalb bin ich auch gern dabei. Und das ist etwas, was ich auch gerne weitermachen möchte. Ich möchte als Dank ein kurzes Gedicht vortragen. Ich neige dazu, Dinge auch in Versform auszudrücken. Und deshalb kann ich mir das diesmal nicht verkneifen. Das Gedicht, das passt zu dem, was Stefan Hockerts eben gesagt hat. Es heißt Rettung. Du bist die Welt. Und lässt die Kugel rund sein. Was in dir ist, ist auch um dich herum. Die Welt ist krank. Wie kannst du da gesund sein? Ein viel zu lautes Schweigen bringt dich langsam um. Du wartest auf ein leises Wort. Es kommt wie Wahrheit, ohne Mühen, ohne Unterton. Wie Kinderfragen wird es klingen. Und auf den Plätzen ist ein Singen, ein Turm zerfällt in Babylon. Ganz vielen lieben Dank, Professor Hockerts und Herr Dr. Wodak. Jetzt kommt noch eine kurze Ansage, bevor ich dann die Veranstaltung beschließe. Ja, danke. Bevor Sie alle entfleuchen, es war ja eben gerade das Stichwort bei sich selber anfangen, gegen die Angst und vernetzen. Ich gehöre hier zum Demo-Team der Demo in Harburg, die stetig irgendwie seit letztem Jahr hier immer auf die Straße geht. Und an jedem ersten Samstag im Monat tun wir das und so auch morgen um 15 Uhr. Und wir starten immer am Rathausplatz hier in Harburg, und auch das ist, zumindest nach meiner Erfahrung, eine Möglichkeit, sich zu vernetzen, sich zu informieren und auch immer wieder das Gefühl zu haben, mit dem, wie sagten Sie das eben, Dr. Weber, der Kampf gegen das Böse, nicht alleine zu sein. Und dazu möchte ich Sie herzlich einladen und ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Ciao. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen Referenten und ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg und möchte Ihnen auch noch einen Satz mitgeben, der mir sehr viel hilft. Dieser Satz heißt, wenn du der Liebe vertraust, wirst du geführt. Alles Gute für Sie.